Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos, und willkommen zurück beim guten alten Woodruff. Ja, wie ihr seht, unser Inventar ist immer noch bis zum Bersten gefüllt. Und ja, so viele neue Ideen haben wir gar nicht, wie, wo, was funktioniert. Wobei, das stimmt nicht, ihr hattet eine ganze Menge neue Ideen. Dabei großen Dank an Kochi1996 und an den Blitzball-Gamer. Die haben mir nämlich ein paar Vorschläge geschickt, was man denn jetzt wie probieren könnte. Und ehrlich gesagt, ein paar davon habe ich mir auch selbst überlegt. Und ja, werden wir es doch mal ausprobieren. Wie gesagt, wir haben eine ganze Menge. Kochi hat geschrieben, eben die Konservendose könnte mit diesem Wind benutzt werden, mit dem Wind gefüllt werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es nicht schon probiert hatte. Aber ja, das Problem ist, ich gucke mir vorher nicht meine alten Parts an. Aber wie dem auch sei, das war auch mal meine Idee zumindest und das werden wir dann auch mal probieren. Ja, genauso mit dem Autisten habe ich da die Würze schon probiert oder mit diesem Doktor, der diesen Buzuk da quält, habe ich mit dem schon die Würze probiert. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, leider habe ich die letzten beiden Parts noch nicht gesehen von meinem alten Let's Play. Aber wie dem auch sei, probieren geht über studieren. So, Turbozon und den Wetterkanal hätten wir gern. Und guck mal, was denn gerade so anliegt. Ein großer Meteoriteneinschlag wird auf dem Obersackplatz erwartet, während am Amtsschimmelzentrum heftige Windböen von 548 Stundenkilometern gemeldet werden. Das war die Wettervorhersage für die nächste Minute. So, Amtsschimmelzentrum. Da sind wir gleich daneben. Und da gibt es diesen Sturm. Ich glaube, den schnellsten Sturm. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas zu sagen hat, weil ein Sturm ist mit 500 km/h, der andere mit 300 und sonst was. Wenn das noch irgendwas zu sagen hat, na, meine Güte. So, gut alte Meteor-Uhr. Ja, wir müssen mit dem Wind noch was anfangen und wir müssen mit dem Blitz noch was anfangen. Mit dem Meteor anscheinend, also eigentlich auch, aber da wissen wir eigentlich schon was. Nämlich die Nuss knacken, wie auch immer. So, Konservendose. Nee, funktioniert leider nicht. Ja, die Feder mit mir hatte ich auch schon probiert, denn ich werde auch weggeweht, muss ich dazu sagen. Immer den Müllsack kann ich auch endlich mal lassen, den zu probieren, ganz ehrlich. Die Würze, die ist neu. Macht aber auch keinen Sinn. Anscheinend. Mit dem Hut. Ach, wir sind wieder mittendrin in Woodruff, ich merke schon. Nichts funktioniert irgendwie. Ja, der ganze Rest kann eigentlich vergessen werden. Yay, vergessen werden. Ich selbst kann mich nicht draufstellen. Kann mal ein bisschen davor gehen. Gucken, ob das irgendwas bringt. Ja, bringt nur, dass ich nicht erfasst werde anscheinend. Denn letztes Mal bin ich einfach da stehen geblieben und wurde dann vom Wind zumindest so ein bisschen mitgerissen. Weiß nicht, ob das irgendwas zu sagen hat. So viel dazu. Dann hat der Kochi noch gesagt, das was ich eben auch schon selbst überlegt hatte, dass es vielleicht eine Timing-Geschichte ist beim Meteor und das testen wir mal als nächstes aus. Lokal ist mit einigen Niederschlägen im Freudenviertel zu rechnen, während der Blitz sehr bald in die Knappsackgasse einschlagen wird. Diese Wettervorhersage geht ohne jegliche Garantie für eine Minute. So, wie ihr vielleicht mit festgestellt habt, ich habe auch mich so hingesetzt und nachgedacht, ob ich nicht den Sound noch ein bisschen lauter drehe. Und das habe ich dann dementsprechend auch getan. So, Blitzball-Game hat gesagt, dass hier in die Auslage vielleicht die Bohne reingehört. Wir können es mal probieren. Ich glaube nicht so wirklich dran. Wir schauen aber mal. Vor allem mal gucken, was dann der Steuereintreiber zu uns sagt, da wir ja Geld dabei haben. Okay, nichts weiter. Aber das probiere ich jetzt trotzdem mal. Das wäre kein richtiges Let's Play, wenn ich das nicht auch probiert hätte. Ich glaube, er zieht mir was ab. Die alte Sau. Okay. Ah. Okay, er lässt es mich gar nicht erst benutzen. Das ist wirklich verrückt ein wenig. Ein wenig sehr verrückt. Ja, geht's hier. Genau, hier geht's zum Azimuthaus. Gehen wir da mal hin.
Denn da hat der Blitzburg-Gamer vorgeschlagen, dass wir ja den Müllsack in die Mülltonne da benutzen könnten. Was gar nicht mal so verkehrt ist, die Idee. Aber ja, da kommt ja eigentlich auch normalerweise der Dings raus. Der Steuereintreiber. Ja, und auch das geht leider nicht. Das Spiel ist ein wenig verrückt. Staubaufwirbelsteuer, die wegen ihres Umherrennens fällig wird. Okay, da kam er wenigstens wieder. Die Steuer für die Schattenflecken aufgrund ihres unmäßigen Volumens. Ah, sehr gut. Aber wir geben ihm kein Geld. Sehr, sehr gut. So, na dann wieder nach oben. Und wir gucken mal weiter. Ob wir das nicht mit dem Meteor und dem Timing hinkriegen. Ja, klingt auch ein wenig abwegig, weil nicht üblich in Adventures, so wie der gute alte Kotschi schon gesagt hat. Aber wie dort in diesem Spiel weiß man nie. Auf dem Obersackplatz werden die Sturmböen noch heftiger werden. Sie werden Spitzenwerte von 333 Stundenkilometern erreichen. Im Rotlichtviertel blauer Himmel mit einigen Schauern. Das war die Wetterschau für die nächste Minute. Okay, noch einmal. Ja, mein Plan ist jetzt, genau zu zählen, so ungefähr, also genauso ungefähr, wie lange es dauert, bis der Meteor einschlägt. Meteoriteneinschlag vor dem Amtsschimmelzentrum ist gemeldet. Danke, mehr brauche ich nicht. So. Meteor waltet eines Amtes. Mal gucken, wann ich anfange zu zählen. Verschwindet mein Mauszeiger? Ja, wenn er wiederkommt, fange ich an zu zählen. Einundzwanzig, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23. Okay, ungefähr 13 Sekunden. Sehr schön. Das muss echt spannend für euch sein, Jungs und Mädels da draußen. Also, hui, 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 hui. So, 13 Sekunden bis zum Einschlag. Ein großer Meteoriteneinschlag wird auf dem Obersackplatz erwartet, während am Amtsschimmelzentrum heftige Windböen von. Da kommt der Wind. Tja, Obersackplatz, wie kommen wir da am schnellsten hin? Ich hoffe, da dauert es genauso lange. Aber das nehmen wir doch jetzt mal stark an, dass die. Da ist er übrigens, dass die ganzen Zeiten hier genormt sind. Wobei bei diesen Programmieren hier, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ah, ich amüsiere mich drüber. So. Sag mal so, ich hoffe, dass diese Zeit stehen bleibt, wenn ich im Inventar bin. Nur mal so. Meteor. Versuchen wir es mal. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und jetzt mache ich es einfach mal. Klick, klick. Gut. So viel dazu. Klack, peng. Ja, es ist ziemlich unwahrscheinlich, da die Nuss ja keine Sekunde liegen bleibt, sondern direkt danach wieder anfängt. Quasi in einer Animation gleich anfängt zu rollen, dementsprechend. So viel dazu leider. Was steht eigentlich hier noch drauf? Sehen Sie die heiße Show von Miss Voll und Ganz auf Kanal Po Bns Blatz Ru. Okay. Heben Sie ab. Flippen Sie aus mit der virtuellen Traumreise von Ernst Blinz. Wir haben aber eine neue Busenkanal. Na Mensch. Die Gnee-Begabungsweise, Platz Thronsaal. Tja, ich glaube, der Busenkanal ist neu, der lustigerweise mit Po anfängt. Po Binz Blatz Dru.
zu Busen. Der erotische Betthub voll heute Abend mit zwei neuen, wohlgerundeten Kandidatinnen. Wenn Sie an unserer Sendung teilnehmen möchten, erinnere ich Sie daran, dass Sie auf Ihrem Turbozoom folgende Nummer wählen müssen. Zick, Dro, Gne, Boots. Okay. Ein neues Fortschritt und so, ne? Warum steht eigentlich immer kein davor? Ich weiß es nicht. So, ja, mal gucken, was da passiert. Ob wir an der Sendung Fortschritt machen können, mitmachen können. So. Hallo, meine Dame. Bitte verbinden Sie mich mit Miss Voll und Ganz. Ich bin die Sekretärin. Tut mir leid, aber Miss Voll und Ganz akzeptiert niemanden am Telefon, außer in ihrer Sendung. Ich bin zutiefst enttäuscht. Hätte so gern mit ihr gesprochen, nur eine Minute. Aber wenn alle Fananrufe durchkämen, käme sie zu sonst nichts. Ich bin kein kunstgewöhnlicher Groupie, sondern wollte über den Schnibbel reden. Schnibbel? Ja, dann ist das eine andere Sache. Da Sie mir sympathisch sind, werde ich sehen, was ich tun kann. Ich rufe Sie über Turbozoom zurück, ja? Okay. Was auch immer das jetzt zu sagen hat. Wir werden sehen, was passiert. Hoffe ich doch mal. Mich stört immer noch dieses Mikrofon. Ich wüsste gern, womit ich es benutzen kann. Und ich werde mal mit dem Sklaven nochmal reden. Das habe ich bisher bloß einmal gemacht. Vielleicht hat der noch was auf Lager.